Danke für die Einladung und danke für die liebevolle Einführung. Ich denke, wir machen es tatsächlich so, wie du es angekündigt hast. Ich werde eine Einführung sprechen, vielleicht so dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde. Und der zweite Teil des Abends ist voll und ganz den Fragen gewidmet. Vielleicht kommen wir auch früher dazu, das werden wir sehen. Ich werde mich auch überraschen lassen von dem, was jetzt kommt, denn das Feld ist riesig. Ich hatte ja als Arzt begonnen, bin direkt nach meinem Studium dann ins Retreat gegangen und später im Kloster, als ich dann Arzt in Frankreich auch war und Mönch und Betreuer dieser Drei-Jahres-Retreats, wurde ich halt immer gefragt von meinen Schwestern und Brüdern im Kloster, wenn es schwierige Situationen gab, wenn Menschen zu uns fanden in großer psychischer Verzweiflung, war ich dann immer die erste Anlaufstelle und habe all die Jahre, also ich war 21 Jahre Mönch und habe da 17 Jahre diese Drei-Jahres-Retreats geleitet und in den Retreats, aber auch außerhalb Besucher, die zum Teil länger, die einige Monate oder Jahre bei uns lebten, oder manche, die einfach so übers Wochenende reinschneiden, dann kam es immer wieder zu starken psychischen Krisen. Das gehört mit zum Weg auch zum Teil dazu, aber zu Anfang hatten wir noch so das Gefühl, dass wir mit dem Dharma, mit dem buddhistischen Geistestraining eigentlich alle Antworten hätten. Eigentlich müsste es doch damit klappen, den Weg zu finden, dahin durchzufinden durch diese Krisen. Ob es jetzt depressive Verstimmungen sei, psychotische Krisen, Trauerarbeit, was auch immer anstand, die Überzeugung war so, dass wir dachten, ja, dieser wunderbare Buddhismus, der müsste eigentlich allein genügen dafür. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Stimmung unter meinen Kollegen, die sehr viel skeptischer gegenüber Psychotherapeuten und Psychiatern waren als ich selbst, weil ich hatte viel in der Psychiatrie und Psychosomatik gearbeitet. Während meines Studiums hatte ich längere Formulaturen dort gemacht. Und da war so ein bisschen so die Nase in der Luft von den Dharma-Lehrern, den buddhistischen Lehrern. Die hatten so das Gefühl, wir brauchen keine Psychotherapeuten. Das kriegen wir schon alleine hin. Ging aber nicht, hat nicht geklappt. Wir brauchten immer wieder mal Hilfe von Psychiatern, Psychotherapeuten. Das lief dann auch wieder über mich, diese Vermittlung und ein bisschen Auge drauf zu haben auf diese Menschen, die dann unserer Betreuung waren. Und die Prozesse liefen aber sehr gut und wir kriegten die Rückmeldung von den Therapeuten, dass sie überrascht waren, wie schnell Menschen durch ihre Krisen hindurchfanden und auch aus langwierigen Erkrankungen wie, ich kann mich erinnern an eine Frau, die schon insgesamt 10 Jahre mit Depressionen hospitalisiert war, nicht an einem Stück, aber mit kurzen Unterbrechungen nur, und was da möglich war in einem Dharma-Kontext, in einem buddhistischen Kontext, wenn gleichzeitig eine therapeutische Arbeit stattfand. Und so ging es in vielen Bereichen. Ich habe dann später auch im Drei-Jahres-Retreat Männer betreut, die früher schwere Psychose durchlebt hatten und die dann tatsächlich so stabil geworden waren, dass sie die Belastung eines Drei-Jahres-Retreats aushalten konnten. Immer wieder bemerkten wir diese Synergien, also vor allem den mir ging es auf, aber andere, also auch den Therapeuten begann zu bemerken, dass so dieser Hintergrund des buddhistischen Geistestrainings zusammen mit Psychotherapie und psychiatrischer Behandlung einfach sehr, sehr gute Erfolge bringt. Sehr schnelle innere Entwicklung, weil der Mensch offenbar auf mehr Ebenen angesprochen wird. Und weil es auch den Kontext einer Gemeinschaft gab, einer Sangha, wie wir so sagen, also einer Gemeinschaft, die trägend ist, wo freundschaftliche Elemente eine Rolle spielen, wo die innere Klärung des Lebenssinnes stattfinden konnte, so dass eigentlich jeder, der es wollte, allmählich für sich rausfinden konnte, wo geht es eigentlich hin für mich im Leben, und
einige von Ihnen dürften ja selber Therapeuten sein oder Ärzte und Sie wissen ja, dass die Sinnfrage im Hintergrund, ohne unbedingt immer bewusst zu sein, ganz viel mitschwingt. Im Hintergrund ist oft eine Orientierungslosigkeit oder gar natürlich eine Abwehr gegenüber dem Leben, ein nicht mehr leben wollen, keinen Sinn sehen, wofür lohnt es sich überhaupt, diese innere Arbeit zu machen. Und da konnte dieses Umfeld, auch mit den buddhistischen Unterweisungen, sehr, sehr helfend eingreifen. Ich habe das dann erstmal so immer so ad hoc begleitet, dann längere Betreuung auch auf mich genommen, in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Therapeuten aus der Gegend. Und dann kam, das sind jetzt auch etwa, wie lange ist denn das jetzt zurück? Es dürfte jetzt 15 Jahre zurück sein, knapp 15 Jahre. Dann kam es zu dem Punkt, wo wir endlich mal so weit waren, dass wir gesagt haben, wir Dharma-Lehrer laden jetzt mal die Therapeuten ein zu einem echten Austausch. So, wir haben uns dann, von da ab haben wir uns jedes Jahr getroffen für 4 bis 7 Tage. Zu Anfang waren wir 12 Dharma-Lehrer und 12 Psychotherapeuten und darunter auch Psychiater, die sich getroffen haben und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dharma-Lehrer hatten mit der Zeit so das Gefühl, dass sie mir das überließen, zusammen mit ein paar interessierten Kollegen, also Dharma-Lehrern, und die Psychotherapeuten kamen allmählich immer mehr auf den Geschmack, weil sie sich endlich so wie aufgenommen fühlten mit ihrer Kompetenz. Das war voll zu Anfang war so eine Stimmung wie von Kompetenzgerangel. Wir kümmern uns um die Menschen, wir kriegen das schon alleine hin und bitte ihr Psychotherapeuten, haltet jetzt mal den Mund, weil hier geht es um buddhistische Geistesschulung. Und die Therapeuten waren ja selber sehr dem Buddhismus zugeneigt, also jetzt nicht die, die dort niedergelassen waren, aber die, die dann in diese Seminare kamen, wo wir uns austauschten. Die mussten sich immer klein machen. Die hatten wie das Gefühl, sie dürften nicht sagen, was sie beobachteten, wie Prozesse manchmal schief liefen im Rahmen dieser buddhistischen Gemeinschaften, weil das sahen sie natürlich. Es war ja klar, dem therapeutischen Auge entgeht das nicht, wenn jemand im Laufe eines intensiven, sagen wir mal, einwöchigen, 10-tägigen Retreats dabei ist zu entgleisen und in inneren Fantasien sich verhängt, in abhebt, die Erdung verliert. Das entgeht ja einem geübten Auge nicht. Und die fühlten sich zum ersten Mal ernst genommen in ihrem nicht nur professionellen Know-how, einfach auch in ihrer ganzen Lebenserfahrung. Und daraus ergaben sich 7 Jahre des Austausches miteinander, wo wir einmal im Jahr diese intensiven Begegnungen hatten, wo immer die Hälfte des Tages von den Dharma-Lehrern gestaltet wurde und die andere Hälfte von den Therapeuten. Und jeder Beitrag von uns wurde diskutiert. Immer aus Dharma-Sicht, also ich benutze das Wort Dharma für buddhistisches Geistestraining, und aus therapeutischer Sicht. Und so bewegten wir uns durch viele Themen hindurch, hatten zu Anfang den Eindruck, wir müssten mal die verschiedenen Therapieansätze abklopfen darauf, ob die kompatibel sind mit dem Weg des Erwachens, mit dem buddhistischen Geistestraining. Und bald konnten wir sehen, weil wir hatten da Analytiker, Freudsche und Jungianer, wir hatten Gestalttherapeuten, wir hatten Leute aus dem Focusing, wir hatten Leute aus der Verhaltenstherapie, also wir hatten wirklich das ganze therapeutische Spektrum da, ich zähle jetzt gar nicht alle auf, und wir merkten, es ist gar nicht die therapeutische Richtung, die kompatibel sein müsste mit dem buddhistischen Geistestraining, sondern es kommt auf die menschliche Beziehung an. Es kommt auf den Therapeuten an, ob der sich einstimmen kann auf einen inneren Weg, den sein Patient, sein Klient geht und der auch nicht draußen gehalten werden, sondern der reinkommen darf in die therapeutische Beziehung. Der spirituelle Weg ist Teil des Menschseins und wenn Therapeuten das aufnehmen und begleiten können, ohne in irgendwelche Bewertungen zu kommen und einfach den inneren Prozess unterstützen wollen, dann ist ein freudianischer Psychoanalytiker genauso gut wie eine hochbuddhistische Focusing-Therapeutin. Da dachten wir zuerst, dass es wie darauf ankäme, welche Therapierichtung das jetzt ist. Dabei kam es eigentlich nur darauf an, was für eine Qualität der menschlichen Beziehung
entstehen konnte und wie weit man sich getragen fühlt in dieser Beziehung zum Therapeuten und ob es einem tatsächlich hilfreich ist. Das waren so erste wichtige Ergebnisse und natürlich haben wir uns viel darüber unterhalten, ob es ein Ich gibt und was ein gesundes Ich ist und warum man im Dharma immer davon spricht, dass man die Ich-Losigkeit verwirklichen soll und dass man aus dem Ich-Anhaften rauskommen soll. Das sind Dinge, auf die ich vielleicht noch ein bisschen eingehen werde heute. Wir haben also alles so abgeklopft, therapeutische Konzepte und haben versucht, deren Äquivalente in der buddhistischen Psychologie zu finden. Und wir haben wesentliche buddhistische Sichtweisen und Methodenansätze vorgestellt und das aus therapeutischer Sicht versucht zu verstehen, wo gibt es da Brücken des Verständnisses. Und nach 7 Jahren waren wir so weit, dass der deutschsprachige Teil, weil ich habe das 2-mal im Jahr gemacht, ich habe das mit den Franzosen auf Französisch gemacht und mit den Deutschen auf Deutsch, dann waren wir so weit, dass wir dieses Institut gegründet haben, von dem ich Ihnen einen Flyer hingelegt habe, der sich zwar auf letztes Jahr bezieht, auf den Start unserer neuen Fortbildungsserie, wo man jetzt 3 Jahre Fortbildung in essentieller Psychotherapie machen kann. Denn das war das Resultat der Arbeit mit all diesen Therapeuten. Wir haben gesagt, und jetzt machen wir das. Das, was wir uns erarbeitet haben, das stellen wir jetzt zur Verfügung für Leute, die sich in über 3 Jahre hinweg einer Fortbildung widmen möchten, in der sie 400 Zeitstunden Ausbildung bekommen, plus die Supervisionsstunden, 36 Supervisionsstunden plus Kleingruppenarbeit, also Peer Groups in den Lokal und Beginn der Betreuung von eigenen Klienten während der Zeit, also so das Standardpaket einer psychotherapeutischen Fortbildung, ist auch von der Deutschen Ärztekammer anerkannt. Es gibt die in Deutschland dafür die Fortbildungspunkte. Und da arbeite ich im Wesentlichen zusammen mit 2 Therapeuten. Also ich bin der Dharma-Lehrer, ich bin für den buddhistischen Input verantwortlich und wir haben den Institutsleiter Wolfgang Erhard, der Analytiker, Verhaltenstherapeut und Ausbilder in Psychosynthese ist, von Asagioli, eine etwas weniger bekannte Richtung. Und wir haben eine Therapeutin, die Astrid Schillings, die Leiterin des Instituts für Focusing in Köln ist und die aber auch Grundlagentraining erstmal in der Gestalttherapie hat und auch in der Verhaltenstherapie. Und die beiden machen den therapeutischen Teil. Und im Hintergrund haben wir dann noch ein ganzes, also all die Teilnehmer aus unseren früheren Seminaren haben sich bereit erklärt, dann punktuell zu kommen, um in der Fortbildung zum Beispiel Gestalttherapie für Paare anzubieten oder Traumarbeit aus der Sicht der Psychoanalyse. Da haben wir dann Ausbilder aus dem psychoanalytischen Bereich. Und so kommen dann noch zusätzlich Therapeuten hinzu, die alle selber praktizierende Buddhisten sind, oder zumindest würde man sagen Dharma-Praktizierende. Mit den Ismen haben wir es nicht so sehr, aber mit dem inneren Weg des Erwachens, das ist so unser gemeinsamer Nenner. Und unser Wunsch ist, dass die psychotherapeutische Arbeit sich integriert in den Gesamtweg der Herzensöffnung, Geistesöffnung bis hin zum Erwachen und dass der psychotherapeutische Prozess also unterstützt und nicht etwa irgendwo blockierend wirkt. Und umgekehrt, dass das buddhistische Geistestraining den therapeutischen Prozess unterstützt und nährt und dass es eine Synergie gibt, in der wir dann tatsächlich auch beobachten können, dass es zu sehr schönen Prozessen kommt. Relativ flott, also schnell, aber auch von einer Tiefe, die sonst oft nicht beobachtet wird, weil das Spezielle daran ist, dass wir durch den Dharma immer wieder Bezug nehmen auf ganz existenzielle Ebenen, auf die Sinnebene, auf das grundlegende Gewahrsein, das in uns ist, dass die Quelle eigentlich von Heilung ist. Die Quelle von Heilung sind nicht die Erfolge von Methoden, sondern dass Methoden uns helfen, ins Fließen zu kommen, in ein gelösteres Sein, in Einheit mit unseren tiefsten
Aspiration, mit dem tiefsten Streben in uns, dass im Grunde genommen sich dieses fließende, liebevolle Gewahrsein entwickelt, was die Essenz nicht nur des buddhistischen Weges ist, sondern da können wir uns darauf verständigen, dass dieses offene, fließende Gewahrsein eigentlich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, wieso die grundlegende Qualität des Menschseins ist. Das ist, was Menschen kennzeichnet, wenn sie in ganz gesundem Sein sind. Und da wir immer wieder Bezug nehmen auf diese Ebene und das Erlernen von Meditation in der Fortbildung für die Therapeuten auch Teil des Weges ist und dass wir da keine Grenzen ziehen von dem, was hineingebracht werden kann, sondern wirklich alle Bereiche des Seins stimuliert werden, da haben wir das Gefühl, dass sehr, sehr reiche Prozesse angestoßen werden. Wir haben den Begriff essentielle Psychotherapie gewählt, um es nicht buddhistische Psychotherapie zu nennen. Das hat uns etwas sektiererisch geklungen. Und tatsächlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob man irgendeine Religionsangehörigkeit hat. Man braucht nicht Buddhist zu sein, um es als Therapeut zu praktizieren oder um als Klient dorthin zu kommen. Wolfgang ist ganz normaler Kassenpsychotherapeut in Köln und das merkt man erstmal überhaupt nicht, dass er unglaublich lange schon in der buddhistischen Praxis ist. Er hatte auch den Namagenden als Lehrer. Astrid, man merkt es ja auch nicht an, dass sie eine Zen-Praktizierende ist. Das sieht man erstmal nicht. Es geht auch nicht drum. Es geht nicht drum, irgendjemanden da zu Buddhisten zu machen. Ja, aber nun vielleicht zu ein paar interessanten Fragen, interessanten Themen, die da immer wieder wichtig werden. Aus der Sicht der Psychotherapie würde man sagen, es geht darum, ein gesundes Ich zu entwickeln, ein gesundes Selbstbewusstsein. Eine Integration innerhalb des Ichs von unseren verschiedenen Schattenseiten, wo wir immer wieder gut ins Gleichgewicht finden und belastbar sind, auch in schwierigen Situationen. Aus der Sicht der buddhistischen Psychologie würde das etwas anders formuliert werden. Es ist ein Weg der Befreiung, des Erwachens, der in die Freiheit von jeglicher Ich-Bezogenheit führt, wo das Ich, das vermeintliche Selbst oder auch Seele genannt, als durch und durch als Täuschung erkannt wird. Und wo all die uns innewohnenden Qualitäten zum Vorschein kommen und dann in einer spontanen, wachen, erwachten Aktivität wirken, ohne dass Ich-Bezogenheit da noch reinfunkt. So ungefähr zunächst mal die Formulierung, wie man sie einigermaßen repräsentativ ausdrücken könnte, dann ist es ganz spannend zu merken, dass eigentlich dasselbe gemeint ist mit den beiden. Das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen erklären. Und zwar jetzt möchte ich vom buddhistischen Ansatz kommen, wenn wir sagen, dass, also erstmal ist es verkehrt, auch im Buddhismus zu sagen, dass ich müsste sich auflösen. Und wir sprechen von der Illusion eines stabilen Ichs, dass es ein stabiles Ich oder Selbst gibt, was wie ein unveränderlicher Wesenskern ist. Das war der alte Begriff des Atman auch von vor 2.500 Jahren. Der heutige Begriff von Atman in Indien, jetzt gerade bei den Advaita Vedanta Praktizierenden, ist ein ganz anderer Begriff geworden inzwischen, nur für die, die eventuell damit Kontakt haben. Es geht um die Annahme, dass ich, dieser Tillmann hier, etwas in mir habe, was ganz und gar ich bin und niemand anders und was seit meiner Geburt unverändert ist. Diese Annahme, dass da so etwas ist, wie ein innerer Wesenskern. Und dieser Wesenskern, das
ist mein eigentliches Sein, mit dem identifiziere ich mich, das verteidige ich, wenn ich angegriffen werde, um das kümmere ich mich, um es zu nähren. Das Ich versucht, sich in Beziehung zu setzen mit allem anderen und schaut immer, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, will ich das nicht. Und aus der Sicht der buddhistischen Geistesschulung ist es genau dieses Bezogensein auf dieses vermeintliche Ich-Zentrum, was uns immer in Spannung setzt, in ein Wollen, in ein Haben-Wollen und ein Nicht-Haben-Wollen, in Abneigung. Ständig diese Muster von Anhaftung und Abneigung. Und wenn es das Ich gäbe, wäre das das Ende der Geschichte. Nun ist es aber so, dass man bei aller Introspektion, egal wie tief die meditativen Versenkungen sind, egal wie fein unsere inneren Antennen werden, dass wir in keiner Situation, in keiner Emotion, in keinem Gedanken, in keiner Stimmung irgendetwas Solides finden können. Wir finden immer nur Prozess. Wir finden immer nur, was der Buddha Vergänglichkeit nannte, Wandel. Alle Dinge wandeln sich. Alles Erleben wandelt sich. Und selbst im Innersten von all unseren, was wir so karmische Muster, emotionale Muster nennen, findet sich nichts, was zum einen persönlich und zum zweiten stabil wäre. Niemand hat das Ich je gesehen, wenn man je versucht, seine Form zu finden, Gestalt, seine Farbe, einen Ort, wo es verweilt, ein irgendetwas, was es beschreibbar machen würde. Nein, finden wir nicht. Was wir aber finden, was wir finden ist, dass ständig Erleben stattfindet. Ständig ist was los. Da ist Gewahrsein, eine Gewahrseinsqualität ist ständig da, nimmt immer wieder verschiedene Gestaltungen an. Und das nennen die Buddhisten den Geistesstrom. Das ist ein Strom des Gewahrseins, ein Strom des Erlebens. Und die Betonung liegt auf Strom, es liegt auf Dynamik. Wir finden nur ein dynamisches Erleben. Und dieses dynamische Erleben ist tatsächlich typisch ich, weil es durch Muster geprägt ist, durch Kräfte, die in mir wirken als Themen, die meine Sicht der Situation, zum Beispiel jetzt gerade heute Abend, habe ich eine Sicht dieser Situation, die typisch für meine emotionalen Muster ist. Aber das ist etwas, was in Bewegung ist. Das sind Muster, die sich auch ändern. Die sind nicht gleich geblieben seit der Kindheit. Die verfestigen sich, die verflüssigen sich, neue kommen hinzu. Es ist eine ständige Gestaltung. Dieses Gestalten, das hat der Buddha im Auge gehabt und hat den Prozess des Gestaltens unserer inneren Welten sehr, sehr genau beschrieben. Damals schon, vor 2500 Jahren. Und wie wir Einfluss nehmen können auf dieses Gestalten. Und wie sich Individualität genau darin zeigt, wie wir wahrnehmen, also welche Sicht der Situation wir wahrnehmen. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele wir jetzt sind, vielleicht sind wir 50 Leute. Und niemand könnte es beweisen, aber wir könnten ja mal hypothetisch wetten miteinander, dass wir 50 verschiedene Wahrnehmungen dieser jetzigen Situation haben. Jeder nimmt diese Situation anders wahr. Die meinen, es ist jetzt schon zu warm und endlich. Ich hoffe, dass endlich mal die Tür aufgeht, dann denke ich, mein Glück, endlich ist mal warm, hier ist noch immer ein bisschen kühl. Also da fängt es schon an. Dem einen fängt es an zu drücken, der andere findet endlich in Ruhe, weil er sich entspannen kann im Sitzen. Jemand kommentiert mal das, was ich jetzt erzähle, mit, ach, was für ein Schrott. Und jemand anders sagt, super, das muss ich mir aufschreiben. Und das sind unsere Welten. Wir sind jetzt gerade, obwohl wir alle denselben Worten zuhören, sind wir jeder in unserer eigenen Erlebniswelt. Aber die ist nicht stabil, die ist dynamisch. Die verändert sich. Und wenn wir tiefer schauen, dann kommen wir tatsächlich wenn wir in das Erleben selbst hineinschauen, also jetzt so das Gefühl, hier zu sitzen, zu sein, zu hören, zu sehen, dann die eigene geistige Aktivität wahrnehmen. Machen Sie es doch gerade mit, können wir zusammen.
brauchen sich gar nicht anders hinzusetzen. Ganz und gar spüren. Mit allen Sinnen wahrnehmen. Wie ist es, gewahr zu sein? Wie ist die Erfahrung des Gewahrseins selbst? Unabhängig von den Inhalten. Wie ist es, bewusst zu sein? Wie ist es jetzt, hier zu sein? Ganz herzlichen Dank, das reicht schon für das, was ich hinweisen möchte. Und zwar, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ganz kurz unser Gewahrsein der Sinne aktiviert, uns anstatt bei den Inhalten zu bleiben, was ich sehe, was ich spüre, ich habe versucht, ihren Geist so zu lenken, wie ist es, gewahr zu sein. Und in dem Moment, wo wir der Frage nachgehen, richtet sich unser Geist wie nach innen. Ja? Etwas ungewöhnliche Frage, wie ist es, gewahr zu sein? Das Gewahrsein selbst als grundmenschliche Qualität, als Qualität des Seins, dieses Gewahrsein, das zieht sich durch alle Lebenssituationen. Immer wenn Erleben stattfindet, ist Gewahrsein. Gewahrsein und Erleben sind untrennbar. Wenn es kein Gewahrsein mehr gibt, also kein Gewahrsein aktiv wahrnehmbar ist, sprechen wir von Bewusstlosigkeit. Aber überall da, wo keine Bewusstlosigkeit ist, die Qualität des gewahren Seins. Und das färbt sich dann durch unsere Wahrnehmung. Und wir haben jetzt gerade bei dieser Mini-Übung nur geschaut, wie ist es zu sein, wie ist es gewahr zu sein. Und ich hoffe, Sie konnten das so ein bisschen tun, ohne direkt in Kommentare zu gehen. In dem Moment, wo wir aus unseren Kommentaren rausgehen, wo wir das Erleben nicht mehr kommentieren und im Gewahrsein selbst ankommen, da sind wir uns alle ziemlich gleich. Wenn wir anfangen würden, uns darüber auszutauschen, wie ist es, einfach gewahr zu sein, dann würden wir fast identische Beschreibungen geben. Wir haben immer noch etwas unterschiedliche Beschreibungen, weil wir unsere eigene Wortwahl haben. Aber das, was wir beschreiben wollen, das ist eins, das ist unser gemeinsamer menschlicher Nenner. Und das geht durch alle Kulturen durch. Das ist egal, in welchem Land ich das unterrichte. Das ist nicht kulturabhängig, das ist nicht vom Individuum abhängig. Und das ist das, was immer da ist. Das ist das, was sich durch alle Situationen durchzieht, aber nicht fassbar ist. Es ist völlig unfassbar. Es ist da, erlebbar, aber es lässt sich nicht greifen. Es hat keine Substanz. Und das ist dieses Gewahrsein, was, wenn wir ganz eins werden mit diesem Gewahrsein, nennt man das zeitlose Gewahrsein, das ursprüngliche Gewahrsein, Yeshe auf Tibetisch, Jnana auf Sanskrit, dass die Begriffe sind unabhängig. Man kann es aber auch das Numinose nennen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man das Gott nennt. Es wird Tao genannt in China. Es gibt so viele Begriffe dafür, die alle hinweisen auf dieses nicht fassbare Eine, was allen innewohnt. Das ist aber nicht unser Ich, weil es hat nichts Persönliches mehr. Da sind wir nicht verschieden voneinander in dieser Dimension des Seins. Das, was wir individuelles Gestalten nennen, was als Ich genannt werden kann, das ist alles gestaltende Dynamik, das ist alles Prozess. Und selbst dieses Gewahrsein ist auch Prozess, bloß sind da in der Tiefe des Seins keine individuellen Gestaltungen aktiv. Es ist bloßes Gewahrsein. Und darin zu erwachen, darin kann man die Lösung all der emotional verstrickten Muster finden, darin. Das ist wie unser Reset. Sie wissen ja, wenn der Computer irgendwie nichts mehr läuft, dann schalten wir runter, machen ein Reset. Und das ist so wie die Lösung in unserem Geist, wenn wir da in diese offene Dimension eintauchen können, da ist wieder alles möglich. Dann sind wir befreit
aus den Mustern, die vorher das Greifen ausgemacht haben. Dieses Greifen ist dort nicht mehr vorhanden, es ist nicht mehr da. Wenn wir aus dieser Dimension wieder reinkommen, in das emotionale Erleben, in das Interpretieren, in das Denken, in unsere Bilderwelt, haben wir die Möglichkeit, frisch zu gestalten, ohne so gefangen zu sein, in den alten Mustern. Und das ist der alte buddhistische Weg der Befreiung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass wir dieses Wissen um diese tiefe Dimension des Seins einarbeiten in das psychotherapeutische Arbeiten. Das kriegt eine neue Dimension. Wir nennen das Hilfe, ja, es gibt ganz viele Arten nennen, aber die Verbindung mit dem eigenen Seinsgrund aufnehmen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn zusätzlich zu den klassischen therapeutischen Interventionen, dem begleitenden Gespräch, der therapeutischen Beziehung, die Möglichkeit besteht, immer mal wieder auszusteigen, immer mal wieder ganz loszulassen und dann nochmal hinzuschauen. Dann haben wir das Thema, was wir bearbeiten wollen, die emotionale Spannung, die was auch immer uns gerade besteht, dann holen wir das hinein in dieses frischere Gewahrsein. Und das hat sehr, sehr tiefe, hilfreiche Auswirkungen. Das ist so aus der, jetzt musste ich ja noch ein paar Sachen aus der psychologischen Sicht sagen. Also ich kann mich erinnern, während meines Studiums, Anfang der 80er Jahre, schon damals wurde das Ich definiert, das war zwar neu und modern damals, aber das war schon Lehrmeinung, als ein dynamischer Prozess. Die Vorstellung eines Ichs als etwas Stabilem wurde an der Uni gar nicht mehr gelehrt. Das ist aber so ein bisschen Volksglaube, wir haben das noch so intus, einfach weil wir so funktionieren, dass wir uns als etwas Stabiles fühlen. Aber ein gesundes Ich war, das war die Beschreibung der in uns wirksamen Kräfte, die dazu führen, dass wir immer wieder ins Gleichgewicht zurückfinden, dass wir ein inneres Gleichgewicht finden können in belastenden, herausfordernden Situationen, dass wir Wege haben in uns, um immer mit den Herausforderungen der äußeren Situation, der materiellen Situation und vor allen Dingen der emotionalen, sozialen Bedingungen, dass wir immer wieder in Balance finden. So wurde es damals für mich ausgedrückt. Es gibt jede Menge Definitionen, jede Menge Ansätze, aber alle neuen psychologischen Ansätze, Therapieformen haben ein dynamisches Konzept, eine dynamische Vorstellung von einem Ich. Von Stabilität, von etwas Solidem ist da überhaupt keine Rede mehr. Als wir das mal geklärt hatten zwischen uns Therapeuten und damals Lehrern, hatten wir einen Riesenschritt gemacht. Einen Riesenschritt voller Vorbehalte, weil aufgrund irriger Annahmen über das, was die anderen glauben und was sie damit meinen, hatten wir gedacht, wir gehen unterschiedliche Wege. Eigentlich gehen wir denselben Weg. Wir gehen den Weg, Fixierungen, die Leid erzeugen, aufzulösen und Zugang zu finden zu Ressourcen, zu Qualitäten, die immer schon vorhanden sind in uns, die wir nicht zu erzeugen brauchen. Kleiner Unterschied manchmal mit einigen therapeutischen Verfahren, wo Qualitäten auf eine Art geschult werden, als ob wir sie erzeugen müssten. Da mache ich ein kleines Fragezeichen. Meistens geht es doch darum, die Hindernisse, die den Qualitäten im Wege stehen, aufzulösen und dann zeigen sich die Qualitäten von selbst. Ich gebe da gerne ein einfaches Beispiel. Wir haben doch alle ganz gerne, wenn uns jemand massiert. Auch wenn das selten ist, aber wir kennen die Erfahrung, massiert zu werden und wenn das jemand richtig schön macht und wir uns dem voll anvertrauen können, entspannt uns unglaublich gut. Wir sind kurz vorm Einschlafen oder schlafen sogar auch ein, können alles loslassen. Wenn die Massage vorbei ist und sie hat so lange gedauert, wie es uns gut tat und wenn wir dann irgendwann schlagen wir die Augen auf. Wie sehen wir die Welt in dem Moment? Es geht uns doch allen so, dass wir
voller Dankbarkeit sind, dass wir am liebsten dem anderen eine Umarmung geben möchten, der uns so wahnsinnig gut betreut hat, und dass in uns eine ganz von selber eine Wärme des Herzens ist. Und das ist überall in der Welt so. Jeder, um den sich gut gekümmert und der sich entspannen kann dabei, findet Zugang zu Wärme und Offenheit des Herzens. Überall auf der Welt. Und was kommt zum Vorschein? Die Fähigkeit zu lieben, mitzuschwingen, mitfühlen zu sein, Dankbarkeit, eine Freigebigkeit, etwas schenken wollen. Wenn der Geist sich entspannt, wenn wir in Lösung finden, ja, das Wort ist wahnsinnig gut auf Deutsch, wenn wir ja dieses gelöste Sein finden, wenn wir, dann sind alle Lösungen für unsere Probleme sind in diesem gelösten Sein zu finden. Und da sind auch alle Qualitäten zu finden. Es geht nur darum, das aufzulösen, was die Qualitäten blockiert, und ihnen den Weg zu bahnen, dass sie sich voll und ganz manifestieren können. Und das war der Grund, warum der Buddha sagte, jeder kann Buddha werden. Dass jeder Mensch voll und ganz erwachen kann. Und alle Qualitäten des Erwachens bereits in uns sind. Dass wir sie nicht zu erzeugen brauchen. Weil die kommen nachweislich beobachtbar bei jedem zum Vorschein, der in gelöste Geisteszustände hineinfindet. Je gelöster der Geist, desto mehr kommen die Qualitäten zum Vorschein. Das sind Grundgesetze unseres Seins. Das ist einfach so. Und ich meine, in meinem kleinen Umfeld, aber ich habe es auch schon bei Hunderten von Menschen, vielleicht Tausenden von Menschen schon beobachten können, aber es geht durch die Jahrtausende hindurch, dieser Bericht von Generation nach Generation, dass es allen so ergeht, dass wenn dieses Festhalten und nicht haben wollen, wenn dieses Greifen, wie der Buddha es nannte, wenn das nachlässt, dass die inneren Qualitäten zum Vorschein kommen. Man spricht da von den Qualitäten des Verstehens, die auch zum Vorschein kommen. Wir beginnen, unser Geist wird klarer, und wir beginnen feinfühliger zu werden für das, was eigentlich ist. Und wir beginnen uns selbst zu verstehen, wie unser Geist funktioniert, wir beginnen andere zu verstehen. Ganz einfach, weil wir gelöster und entspannter sind und dadurch klarer. Geistesruhe, Gelöstheit, sind fast Synonyme, bewirken immer, dass ein tieferes Verstehen stattfinden kann. Weil der fixierende, der aufgewühlte Geist, der im Greifen ist, der ist in seiner Sichtweise, der hat Mühe zu verstehen. Der geht auch unser Herz nicht auf, wenn wir im Fixieren, im Greifen sind. Da können wir weder vom Herzen her verstehen, noch können wir vom Verstand her verstehen, weil auch der Verstand, wenn er in der Fixierung ist, nichts Neues aufnehmen kann. Er muss sich lösen, wie bei so einem Vortrag jetzt. Sie müssen sich irgendwie lösen aus dem, was Sie schon kennen und vielleicht erwarten und schon gehört haben. Und dann mal sagen, von was redet denn da eigentlich? Und wenn das passiert, wenn wir so ein bisschen so sein lassen, dann können wir aufnehmen und danach können wir darüber nachdenken, was wir gehört haben. Das sind ganz normale Prozesse des erstmal fixieren, ein bisschen merken, es klemmt gerade, und dann, wenn ich dann den Reflex habe, loszulassen, ein bisschen nachzugeben, dann kann was Neues kommen. Wenn ich insistiere, dann gibt's Krach. Dann gibt's Reibung. Weil zwei Menschen, die fixieren, jeder auf seine Art. Es gibt Reibung, es gibt Streit, es gibt Missverständnisse, es gibt Unverständnis und so weiter und so fort. Ja, das war ein wichtiger Bereich, und nachdem da Klärung stattgefunden hatte, war der Weg frei für eine wirklich gemeinsame Arbeit. Man kann sagen, tatsächlich Hand in Hand, Dharma-Lehrer und Therapeuten. Und ja, vielleicht für den heutigen Abend mache ich Ihnen noch das Geschenk, einfach kurz die 5 Schritte des Arbeitens mit Emotionen zu beschreiben, wie sie in der tibetisch-buddhistischen Tradition beschrieben werden. Einfach kurz im Überblick, so dass Sie da eine kleine Brücke haben zum psychotherapeutischen Arbeiten. Der Buddha hat 7 Arten des Arbeitens mit Emotionen angesprochen. Später wurde das etwas systematisiert und
Es wurde noch ein, also es wurde auf 4 reduziert, dann noch ein 5. hinzugefügt, das wurde aber nur zum historischen Kontext. Der erste Schritt ist aus damaliger Sicht das Innehalten. Stopp. Starke Emotion, starke Fixierung. Jetzt nicht weiter insistieren, sondern stopp. Raus aus der, ja, aus der Situation, wo ich zuschlagen möchte, aus der Situation, wo ich greifen möchte und Schaden anrichte, aus der Eifersucht, aus dem Stolz, innehalten und Raum schaffen. Da kennen wir in der Psychotherapie jede Menge Methoden, um, das nennt man das Distanzieren, sich distanzieren von der Emotion. Die Emotion zwar halten können, aber sich nicht identifizieren mit ihr. Raum schaffen. Und innerhalb dieses Raumes kommt es zum zweiten Schritt, zum Anwenden von etwas Heilsam. Man nennt das das Anwenden von Heilmitteln. Das heißt, der Praktizierende, also wir, überlegen uns, wir haben uns ein bisschen rausgezogen, wir haben vielleicht unserer Frau gesagt, lass mich mal gerade einen Moment, ich gehe mal eben kurz raus, ich komme in 5 Minuten wieder rein, ich muss mal gerade durchatmen, dann können wir weiter drüber sprechen. Ich nehme mir eine kleine Pause oder ich gehe aufs Klo und tue so, als ob ich aufs Klo gehen müsste. Okay, ich habe eine kleine Pause geschafft oder ich atme einfach 3-mal durch, bevor ich was sage. In dieser kleinen Pause kann ich mich wieder darauf besinnen, worum geht's mir eigentlich? Was ist das Wichtige? Und wie kann ich das besser verwirklichen? Wie kann ich besser mit mir umgehen? Das ist der Raum, in dem der Geist sich auf etwas Heilsameres, auf etwas Wesentlicheres ausrichten kann. Das ist der Raum, in dem therapeutische Interventionen anfangen können. Das ist der Raum, in dem ich beginne, den Geist zu lenken. Vorher habe ich ihn nur rausgezogen, jetzt beginne ich ihn zu lenken. Ich richte ihn auf etwas Heilsames, also klassisches Beispiel, zum Beispiel in der buddhistischen Geistestraining. Jemand nervt mich furchtbar und ich werde total wütend und dann, okay, mich nicht wegreißen lassen und dann die klassische Kontemplation, zu sehen, wie gefangen der andere in seinen Emotionen ist und nicht zu unterstellen, dass der andere aus freien Stücken handelt, sondern eine Praxis des Mitgefühls, die natürlich sofort die Wut wegschmelzen lässt. Wenn ich beginne, den anderen zu verstehen, dann ist es schwer, wütend zu bleiben. Deswegen darf man sich ja als Wütender nicht erlauben, den anderen zu verstehen, weil sonst kommt man nicht weit mit seiner Wut. Aber das ist so ein typisches Gegenmittel, Antidot in dem Sinne, aber man kann sehr viel subtilere Übungen auch da nehmen. Man, das würde den Rahmen des heutigen Abends sprengen. Dieser zweite Bereich des Anwendens der Heilmittel ist immer noch auf der Ebene, da läuft was schief, kann ich was dagegen setzen oder kann ich den Geist auf was anderes richten, damit es nicht so schief läuft. Das ist wie so eine innere Mechanik im Geist. Hat viel auch damit zu tun, ihn nicht dabei zu lassen, wo jetzt er sich verhakelt, sondern ihn auf was anderes zu lenken, was ihm gut tut. Es gibt eine dritte Ebene, in der es nicht darum geht, die Emotionen irgendwie der entgegenzusteuern, sondern sie einzubetten in eine andere Sichtweise. Das Transformieren der Sichtweise. Und Sie kennen das alle, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, dass wir eine innere Haltung einnehmen, dass wir die Emotion willkommen heißen, dass wir sie als unseren Lehrer, unsere Lehrerin nehmen. Das ist eine radikale Veränderung der Sichtweise. Vorher wollten wir sie nicht. Wir haben nur einen Wunsch, Schluss damit, ich will da raus. Angst, ich will da raus, Wut, ich will da raus, Begierde, ich will da raus oder ich will noch mehr rein. Unangenehm, Eifersucht, was auch immer wir als Beispiel nehmen. Trauer, unangenehm, will da raus. Änderung der Sichtweise, und das machen wir ja alle, das ist ja wahrscheinlich etwas, was Sie sehr stark praktizieren. Wart mal, da gibt's was drin zu lernen. Da ist was Sinnvolles drin.
Die Tatsache, dass ich mich da so verstricke und verhakle, weist darauf hin, dass ich da was zu lernen habe. Wo ist es denn? Wir nehmen eine positive Haltung ein gegenüber genau dem, vor dem wir vorher davonlaufen wollten. Wir haben kein Heilmittel angewendet, sondern unsere Sichtweise geändert. Im Dharma nennen wir das den Guru in jeder Situation entdecken. Also den Lehrer in der emotionalen Verstrickung entdecken. In der Angst ist eine Lehrerin. In der Trauer ist eine Lehrerin. Was will die mir denn sagen? Wo muss ich hingucken? Dann beginne ich zu forschen. Das ist der, ist auch dazu lässt sich viel sagen. Ich muss es einfach kurz machen und dann gibt es einen Unterbereich dieser Änderung der Sichtweise, wo man mitten im emotional verstrickten, leidhaften Erleben sich daran erinnert, du bist Buddha. Erinnere dich doch mal daran, wie du dich jetzt fühlen würdest, wenn du im Buddha-Gewahrsein wärst. Wir nennen das im tibetischen Buddhismus Yidam-Praxis. Man übt das in Zeiten, wo es einem gut geht, in seiner täglichen Praxis, morgens und abends und auch den ganzen Tag, sich selbst als zum Beispiel den Buddha des erwachten Mitgefühls, Shinrisi Avalokiteshvara, zu sehen. Und auch alle anderen auch, gleichzeitig auch alle anderen. Oder sich selbst als Tara, die große Befreierin, zu sehen. Oder sich in der Praxis des Guru-Yogas zu verschmelzen mit Buddha Shakyamuni oder anderen Erwachten und zu spüren in sich, dass das Buddha-Gewahrsein tatsächlich präsent ist. Und dann daran wieder anzuknüpfen in Situationen, wo es echt eng wird, wo es schwierig wird, an dieses Gewahrsein wieder anzuknüpfen, ist eine radikale Änderung der Sichtweise. Es heißt dann, dass jeder auftauchende Gedanke der Gedanke des Buddhas ist, dass jedes Wort die Sprache des Buddhas ist, dass jede Geste die Mudra, die Ausdruck der körperlichen Präsenz des Buddhas ist. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Praxis, aber radikale Veränderung der Sichtweise. Und da geht es nicht mehr darum, die Emotionen umzudeuten oder umzulenken, sondern völlig eine andere Haltung einzunehmen und bereitet den nächsten Schritt vor, dass wir uns eben nicht mehr mit den Emotionen, mit der emotionalen Verstrickung identifizieren, sondern beginnen, die Energie, zur Energie dieser Emotionen Kontakt aufzunehmen und sie zu durchschauen. Der vierte Schritt heißt, die Natur der emotionalen Verstrickung sehen. Also in die Begierde, in die Angst, in die Wut direkt hineinzuschauen, so wie wir das vorhin gemacht haben. Wo ist die Angst? Oder auch, wer hat da Angst? Wo ist die Trauer? Wer ist da traurig? Ja, diese direkt hineinzuschauen in die Natur des Erlebens. In dem Moment, wo wir nicht mehr mit dem Objekt beschäftigt sind, also zum Beispiel mit dem Verlust unseres geliebten Partners, der gestorben ist, was Trauer auslöst, wenn wir nicht mehr daran denken, an das Objekt, also die Quelle, also das, was ist aus, den Auslöser unserer Emotionen, sondern uns dem Erleben selbst zuwenden. Wie ist es eigentlich, traurig zu sein? Beginnen wir Trauer, Wut, Angst als dynamischen Prozess zu erleben. Sie sind in diesem Erleben nicht fassbar. Egal welche Emotion verliert ihre Festigkeit, wir haben doch manchmal das Gefühl, Wut ist sowas Starkes, sowas, so ist irgendwie, als ob man sie anfassen könnte. Oder wenn wir Angst haben, das kommt uns vor, als ob die uns wirklich im Griff hätte, als ob die Hände hätte und uns würgen würde. Das kommt uns ja so substanzhaft, so solide vor, unsere Emotionen. Wir fühlen uns so ausgeliefert. Wenn wir den Blick wirklich ins Erleben richten, wie es ist, emotional so angeregt zu sein, es ist unfassbar, dass wir dann der Emotion nicht habhaft werden können. Eben war sie noch so dinglich und so offenkundig da. In dem Moment, wo wir uns ihr selbst zuwenden und nicht mehr bei ihrem Auslöser bleiben, finden wir sie nicht mehr. Und wenn es zu einem direkten Sehen
kommt, ist in einem Moment alles vorbei. Es ist nicht so dieses übliche Decrescendo, was wir haben, wenn wir ein bisschen bewusster werden. Es ist in einem Moment ist die Illusion vorbei. Der Film ist gerissen. Es ist, als ob jemand den Projektor angehalten hätte. Wir schaffen es nicht mehr, auf unsere Partnerin, unseren Partner den Film zu projizieren, den wir gerade noch hatten. Wir schaffen es nicht mehr, wütend zu sein über die Situation, die uns gerade noch genervt hat. Es ist weg. Und es ist restlos weg. Und das ist der vierte Schritt. Und der ist in keiner Psychotherapie zu finden. Bis Schritt 3 gibt es noch Ansätze, in denen das sehr umfassend praktiziert wird, aber dieses Schauen in die Natur des Geistes, in die Natur der emotionalen Regung, das ist typisch buddhistischer Weg und ist wohl auch Kern und Essenz des Erwachens. Und dann gibt es eben noch in der tibetisch-buddhistischen Tradition einen fünften Weg des Arbeits mit Emotionen und der heißt, die Emotionen als Weg nehmen. Und das ist, wenn wir emotionales Erleben so durchschaut haben, als ohne Substanz, als leer, ja, man nennt das Shunyata, also als ohne Substanz nicht fassbar, wenn wir das so durchschaut haben, dann gehen wir hin und stimulieren Emotionen. Das heißt, gezielt bringen wir sie in Bewegung und gehen in Situationen rein, die uns normalerweise nerven, wo wir normalerweise Angst haben, wo normalerweise Begierde entsteht. Wir machen das im Retreat mit Visualisation, wir machen es aber auch mit Provokation, dass wir uns erst loben und so weiter, bis der andere so, und dann kommt die Kritik und dann kommt, so dass man einfach wirklich die Gelegenheit hat, mit starken Emotionen zu arbeiten und bevor sie uns überwältigen, genau in dem Moment, wenden wir wieder den Blick auf das Erleben selbst, um immer wieder dieses Auflösen, diesen Filmriss zu erleben, wo der emotionale Film in sich zusammenbricht, weg ist und nur noch dieses Gewahrsein bleibt. Und das führt natürlich zu erhöhter Stabilität des Praktizierenden. Das ist eine aktive Praxis, die die emotionalen Muster geradezu sucht, provoziert und das meditative Gewahrsein darauf anwendet. Da ist mir jetzt nicht bekannt, ob andere Traditionen das auch haben. Das ist jetzt tibetischer Buddhismus, speziell Kanji-Tradition. Aber ich glaube auch nicht, dass wir dazu wir brauchen das eigentlich nicht. Wenn jemand von uns in der Lage ist, seine Emotionen zu durchschauen und es ihm ein bisschen zu ruhig und gemütlich wird im Leben, braucht er ja eigentlich nur sich auf etwas mehr Kontakt mit anderen einzulassen. Ja, also ich erlebe das ganz stark. Ich war 21 Jahre Mönch und jetzt habe ich 3 Wochen später, nachdem ich die Robe zurückgegeben habe, meine Frau kennengelernt, bin in einer Paarbeziehung und ich habe keinen Mangel mehr an Praxismaterial. Das wurde alles nicht stimuliert, das wurde alles nicht getriggert, während ich in Mönch war und wunderbar im Mahamudra aufging. Also das habe ich jetzt ein bisschen schwerer. Oder man sagte früher bei uns im Kloster, sagte man immer, ja, wenn es dir zu ruhig wird im Leben, dann kümmere dich um ein Dharma-Zentrum. Weil buddhistische Zentren sind zwar Oasen der Ruhe für die Besucher, aber für die Organisatoren geht es oft hoch her. Da ist dann alles mögliche Gerangel und es menschelt wie überall. Es ist ein wunderbarer Ort, um eine stabile Praxis zu entwickeln. Also das wären dann so die Emotionen als Weg, nehmen wir gezielt bei bereits bestehender Stabilität in Situationen reingehen, die uns einfach weiter fördern in unserer Klarsicht, in unserem Verstehen, in unserer Herzenshaft. Das war so ein kleiner Überblick über die 5 Etappen des Arbeitens mit Emotionen, wobei im therapeutischen Bereich eigentlich nur die ersten 3 eingesetzt werden. Die anderen beiden sind der persönlichen Praxis vorbehalten. Da hat man dann keinen therapeutischen Begleiter mehr, sondern dann braucht man einen Begleiter, der die Natur des Geistes kennt und uns darin führen kann, wie man dieses Erkenntnis, dieses Verstehen halt ausweiten kann auf alle Lebensbereiche.
Ja, und das ist zum Beispiel jetzt etwas, was ich Ihnen jetzt kurz dargestellt habe. Das haben wir gerade vor 2 Wochen, haben wir das mit den jetzt laufenden Fortbildungen essentieller Psychotherapie über 5 Tage durchgenommen, diese 5 Schritte, und dann am sechsten Tag noch meditiert. Das ist Teil der Ausbildung, die wir. Die therapeutischen Methoden finden innerhalb dieser Struktur auch ohne weiteres ihren Platz. Da braucht man keine Abstriche zu machen. Aber sie integrieren sich in diesen Gesamtweg, wo einfach die Ausrichtung auf das Erwachen ganz spürbar ist, ganz deutlich. Sie ahnen es, ich könnte sicherlich noch weiter sprechen über alle möglichen Bereiche. Das soll jetzt mal als Einführung reichen. Und jetzt wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn wir nach einer kurzen Pause dann ein paar Mutige hätten, die die ersten Fragen stellen. Aber wir können schon mal weitermachen, und zwar jetzt einfach nur mit Fragen. Also wer möchte? Ja, gerne. Sein Ex-Freund hat gesagt, man sieht nur mit dem Herzen. Ja. Wie komme ich vom Kopf ins Herz? Ja, gibt es natürlich viele Wege. Eine sehr schöne Praxis, die uns dabei hilft, ist der Herzensatem. Und zwar ist das eine Abwandlung der Atemmeditation, die ja in allen buddhistischen Traditionen bekannt ist. Wir spüren den Atem einfließen und das Ausfließen. Manche Tradition wird es hier an der Nasenspitze gemacht, manche ist im Bauch. Und beim Herzensatem ist es so, dass wir vom Herzen her atmen, dass wir erstmal hier in Brustmitte gehen und dann aber das verbinden mit Qualitäten, dass wir beim Einatmen uns öffnen. Das ist ja die Bewegung des Einatmens. Und beim Ausatmen unterstützen wir, dann geben wir etwas Unterstützendes. Wir können das erst mit uns selbst machen und dann mit anderen. Beim Einatmen öffnen wir uns für all das, was ist, vor allen Dingen auch für Schwieriges. Das ist Mitgefühl. Wir erlauben uns durch das Einatmen ins Herzen, dass das Herz beginnt mitzuschwingen mit all dem, was wir wahrnehmen. Beim Ausatmen lassen wir es fließen. Und zwar lassen wir die natürlich vorhandenen Herzensqualitäten fließen. Und weil der Atem ohnehin in die Brust geht, in die Herzensregion, ist es ganz einfach, mit der Brücke einer Achtsamkeit auf den Atem zu einem Gewahrsein von mitfühlenden und liebenden, liebevollen Herzensatem zu kommen. Das ist eine ganz tiefe Praxis, die so weit gehen kann, dass wir uns öffnen für all das Schwierige, was erstmal in uns, aber dann später auch in anderen ist, das total annehmen können ins Herz und dort keinerlei Greifen stattfindet. Es kann sich dort lösen in unserem Herzensgewahrsein. Und dann kommt als Antwort auf dieses starke Fühlen und Verstehen, kommt ganz natürlich die Herzensbewegung des Unterstützens. Das ist so, wie wenn wir uns darauf einlassen können. Es weint jemand in unserer Nähe und wir lassen uns ein, darauf zu spüren, was für eine Trauer oder Verzweiflung gerade im anderen ist. Und es kommt dann spontan, kommt eine Geste, ein Wort, ein Blick der Unterstützung. Das ist ohnehin schon unsere Natur. Wenn wir es zulassen, dass wir in Schwingung versetzt werden, dann wird ganz von selber auch eine Herzensbewegung kommen, die zum anderen geht. Und diese Praxis des Herzensatems wurde in Tibet so stark gepflegt, so stark geübt. Man nannte das, nennt das Tonglen, das haben Sie vielleicht schon mal gelesen. Also von einem Meister heißt es in der Biografie sogar, seitdem ich diese Praxis kennenlernte, lernte die im Alter von 35 Jahren kennen, bis zu meinem Tod war ich nie einen Atemzug von dieser Praxis getrennt. Das ist so. Ja, das ist so ein Ausspruch von jemand auf seinem Totenbett, um
die Bedeutung dieses Herzensatems wirklich zu unterstreichen. Man kann mit diesem Herzensatem, der vertieft sich nämlich ständig, was ich jetzt beschrieben habe, sind nur so ein paar andeutende Worte, der vertieft sich ständig und kann ins Erwachen führen. Und ich glaube, so kommen sie ganz einfach im Herzen. Der Kopf braucht nicht ausgeschaltet zu werden, der Verstand wird eingesetzt, zu spüren. Er ist mit dabei, ist mit in der Reise dabei. Es ist keine Spaltung zwischen Kopf und Herz oder Verstand und Intuition. Es ist gar nicht nötig, die aufzuteilen. Es öffnen und fließen lassen. Die ganze Zeit. Bitte. Ja, bitte. Ich habe eine Frage wegen der Emotionen, die man anschauen kann. Sagen wir, mit einer Angst vor einer Aufgabe, der ich nicht gewachsen bin, und dann kann ich die Angst anschauen und die geht weg. Aber sobald ich wieder an die Aufgabe denke, kommt die Angst wieder. Muss ich da nicht irgendwie tiefer schauen? Oder? Ja. Genau, da ist auch, also es ist jetzt ein Beispiel, was man auch sehr gut nehmen könnte, um zu sagen, genau da ergänzt sich Psychotherapie mit dem Dharma-Weg. Weil ich kenne sehr viele Praktizierende, die schon 20, 30 Jahre praktiziert haben und die sich wundern, warum so manches emotionale Muster, unter anderem bestimmt einige Ängste, sich nicht wirklich aufgelöst haben, weil Grund Konflikte in unserem Sein, Traumata von früher, nicht wirklich bearbeitet worden. Man muss mit dem Gewahrsein in Tiefen der Auslöser für Angst gehen. Es muss tiefer gehen als nur das Phänomen der Angst. Es muss noch tiefer gehen. Und da lerne ich zurzeit ganz viel von dem therapeutischen Vorgehen, wie wir das vertiefen können, mit dem Gewahrsein in tiefere Schichten zu gehen. Und dann machen wir etwas, und das ist auch ein zu wichtiger zusätzlicher Prozess, wir dürfen uns nicht zufrieden geben damit, dass wir in einer emotionalen Aufregung die Emotion haben, entweder auflösen können oder sie weiterfließen lassen, sondern dann, wenn wir in einem offenen Gewahrsein sind, sollten wir gezielt die Auslöser wieder einladen. Wir sollten die Schatten wieder einladen in unser Gewahrsein, das dann gelöster ist, um zu schauen, was dann passiert, wenn wir bewusst unseren Geist darauf richten, zum Beispiel auf das Verlassenheitsgefühl, was wir spüren, das Gefühl, zurückgestoßen zu werden und dabei bleiben. Und dann entstehen innere Bilder, Erinnerungen von früher und dann kommen weitere emotionale Inhalte zum Vorschein und wir bleiben mit dem Gewahrsein dabei und wir machen ständig weiter diesen Herzensatem. Dieses Annehmen von dem, was ist und das Vertrauensvolle fließen lassen. Und verweilen dabei. Die meisten spirituell Praktizierenden, inklusive der buddhistischen Praktizierenden, die gehen woanders hin. Die gehen nicht dahin, wo es schmerzt, wo die Schatten sitzen, sondern die gehen dahin, wo sie sich wohlfühlen. Die machen eine Wohlfühlmeditation. Die gehen, wenn sie könnten, würden sie alle in die Samadhis gehen und dort verweilen. Also in die Dhyanas, ja, in die Versenkung. Bringt aber gar nichts. Bringt gar nichts. Komm raus, ein bisschen wieder Aktivität im Leben und schon die Alten sind die Trigger wieder genauso empfindlich wie vorher. Die werden nur weniger empfindlich, wenn wir wirklich hinter die Auslöser gehen und schauen, was macht mich denn da so empfindlich? Was ist es denn mit dem Gewahrsein in diese schwierigen Bereiche reingehen? Und da sehe ich die größten Fehlentwicklungen im buddhistischen Feld, aber im Grunde genommen bei allen spirituellen Traditionen, ist ja völlig egal, wo wir hinschauen, dass die sogenannte Spiritualität eigentlich als so zum Ausstieg, zur Flucht benutzt wird und gar nicht, um wirklich aufzuräumen. Vielleicht, ich füge noch etwas an, vielleicht wissen Sie, dass man den Weg des Erwachens so definiert als das komplette Auflösen der emotionalen Schleier und der kognitiven Schleier. Zwei Arten von Schleiern, zwei Gruppen von Schleiern mit emotionalen
Schleier oder Mustern sind all die Prägungen gemeint, die in uns, die Kräfte, die in uns wirksam sind, die immer wieder zu dieser Verdichtung des emotionalen Erlebens führen, wo es nicht mehr fließt. Und mit kognitiven Schleiern oder Mustern sind all die Annahmen über die Wirklichkeit gemeint, wo wir denken, die Dinge sind so, wie ich sie jetzt wahrnehme, und ich und du, Subjekt, Objekt, die ganze Dichotomie unseres Seins, dieses Getrenntsein, all diese Annahmen, die dazu führen, dass wir uns grundlegend schon im Wahrnehmungsprozess, schon wie wir den Körper spüren, wie wir sehen, wie wir hören, wie wir mit Gedanken umgehen, immer wieder in verkehrten Annahmen über die Wirklichkeit sind. Das nennen wir die kognitiven Schleier. Und die müssen auch aufgelöst werden. Und beide Formen von Schleiern lösen sich nur auf, wenn wir uns ihnen zuwenden, nicht wenn wir uns abwenden. So manche hoffen darauf, dass so Erleuchtungsblitze den Rest der Arbeit für sie machen. Ist aber nicht der Fall. Ich habe zu viele Leute kennengelernt, die schon ihre Satoris hatten, ihre Einblicke in die Natur des Geistes und so, und hoffnungslos darunter litten, kein Mitgefühl zu haben und in Abwehrmechanismen gefangen waren und so weiter. Also im Grunde genommen schwierige Menschen geblieben sind, obwohl sie authentische spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Darf ich noch was dazu? Ja. Es ist ja auch schwierig, weil man dann schnell verurteilt, wenn man was sieht oder denkt, das muss weg. Und ja. Ich finde es schwierig, eine gute Haltung zu haben, diesen Emotionen gegenüber. Ja. Herzensatem ist eine gute Haltung. Ja, gut. Das ist einfach, ich nehme das jetzt mal so als einfache Antwort. Emotionen, also ich spreche jetzt über diese leiderzeugenden Emotionen, sind Anzeichen dafür, dass wir irgendwo nicht im liebevollen Verstehen sind. Also im liebevollen Verstehen, dass wir nicht da drin sind. Wenn ich mich verhake, wenn ich schlecht drauf komme, dann sage ich erstmal, okay, will ich natürlich nicht, aber danke. Es ist, wo hakt's denn gerade? Und dann muss die Praxis genau dorthin gehen. Und wenn wir eine andere Haltung einnehmen, dass die Praxis woanders hingeht, dass wir uns versuchen, in andere Geistesbereiche zu flüchten vor diesem Unangenehmen, dann können wir unser ganzes Leben mit sogenannter Meditation zubringen und werden die emotionalen Schleier nicht auflösen. Glaub, also, wenn ich jetzt buddhistische Methoden konsequent anwende, um die kognitiven und die emotionalen Schleier aufzuheben, dann benötige ich, um eben auch hinzuschauen, nicht auszuweichen, meiner Idee nach, bräuchte ich ja dann keine psychoanalytischen Hilfeleistungen. Ja, also die Frage ist, werde ich das von mir aus tun? Oder brauche ich nicht... Ja, du bist gezwungen, aber normalerweise sind unsere Vermeidungsstrategien sehr viel effektiver als unsere wohlwollende Motivation. Doch, doch, ich will aufräumen und so. Nee, wenn ich kann, laufe ich davon oder schlag drauf oder ich mache bestimmt nicht als erstes die Arbeit, mich liebevoll annehmen, meine Emotionen zu zügeln. Da brauche ich Anleitung dafür. Der wesentliche Unterschied zwischen Psychotherapie und Dharma-Praxis ist, Psychotherapie ist erstmal zu zweit, ist in einem Setting mit Begleitung, mit direkter Begleitung. Dann findet zwischen den Sitzungen eine eigene Arbeit statt. Und in der buddhistischen Geistesschulung kriegt man die Erklärung, geht nach Hause und praktiziert. Es kann ein halbes Jahr, kein Jahr vergehen, bevor man Lehrer wieder sieht. Und das ist angelegt auf persönliche Arbeit. Da in unserer persönlichen Arbeit die Vermeidungs- und Verdrängungsstrategien so unglaublich aktiv sind, ist es notwendig, einen engen Kontakt mit einem Meister zu pflegen, um den Therapeuten oder die Partnerin, den Partner ersetzen zu können. Ja, also, denn wenn wir keinen Therapeuten haben, dann haben wir zumindest den Spiegel derer, mit denen wir zusammenleben. Das ist auch schon hilfreich.
Aber diese enge Beziehung mit einem Meister gibt es äußerst selten. Es ist ein selten anzutreffendes Geschenk, dass man so etwas leben kann. Und therapeutische Begleitung, es gibt viele gute therapeutische Begleiter heute, und das ist sehr viel wert, sich im Austausch mit jemandem anders so entwickeln zu können. Und dann wird man mit der Nase so liebevoll drauf gestupst, wo man doch mal hinschauen könnte. Wenn du dir so ein Buch nimmst, ein Dharma-Buch, ne? Irgendwie ein Text, ne? Jemand liest einen Text, so, wir alle würden dasselbe Buch lesen. Was spricht uns an in einem Dharma-Buch? Zunächst mal das, was mit unseren Mustern gut übereinstimmt. Da haben wir das Gefühl, ja, das möchte ich praktizieren. Das ist gut. Wer von uns ist denn so, dass er genau an den Stellen die Praxis aufgreift und sich inspirieren lässt, wo es schwierig wird beim Lesen eines Dharma-Textes? Nicht so viele. Ein paar sind so redlich, aber vor allem, wenn man den Text mehrfach liest, dann kommt man allmählich so dazu, auch die anderen Passagen wahrzunehmen. Die Bücher, die uns am meisten gefallen, gut, es gibt aufrüttelnde, es ist immer auch was dabei, was neu ist, aber die uns in unserer Sichtweise und Funktionsweise bestärken, die empfinden wir richtig gut. Und da muss man sich schon selber ein bisschen auf die Schliche kommen. Man braucht auch im Dharma deswegen Lehrer, die einem helfen, sich nicht von seinen eigenen Tendenzen in der spirituellen Praxis an der Nase rumführen zu lassen. Möchtest du noch nachhaken mit der Frage? Oder? Ja, ich habe einfach so diese Mühe, mir kommt es immer in den Weg, die Belehrung, die ich schon erhalten habe, eben, dass zum Beispiel ein Trauma nur die Anhaftung des Egos zeigt oder ist. Ach du meine Güte, wer gibt denn sowas von sich? Das ist wirklich eine Verkürzung. Es ist grausam in dieser Verkürzung. Also wenn es so gesagt wurde, ist es schade. Also ein Trauma ist ja nur Ausdruck der Ego. Ja, das ist hart. Erstmal gibt es den Ausdruck... Ich finde es auch hart, aber erstmal gibt es den Ausdruck Ego im Dharma-Sprachvokabular überhaupt nicht. Gibt es nicht. Es wird immer von Ich-Anhaften, Ich-Identifikation gesprochen. Es geht immer um das Auflösen der Ich-Bezogenheit, nicht um das Auflösen eines Ichs. Ja? So, das ist schon mal ein Riesenfehler, wenn Dharma-Lehrer vom Ego sprechen. Ja, das ist ein Begriff, der aus der Psychoanalyse übernommen worden ist, oder aus dem Lateinischen, wenn man will, und meint was anderes. Trauma ist doch klar, dass in dem Moment, wo die traumatische Situation stattfand, wo die Traumatisierung stattfand, ist doch klar, dass der Erlebende in dem Moment in Ich-Bezogenheit war. Ist doch logisch. War ja nicht ein Erwachter. Wir waren damals keine Erwachten, als uns das passiert. Also waren wir in Ich-Bezogenheit. Also ist Trauma immer in dem Bereich dessen, wo die Kräfte unserer Ich-Bezogenheit wirken. Ja. Und auch jetzt, wenn es in uns wirkt, wenn es aktualisiert wird, dann führt es uns schnurstracks wieder in starke Kräfte der Ich-Bezogenheit, wo wir Angst haben, Abwehr, Schutzmechanismen, alles, bis hin zur schützenden Dissoziation. Und wenn man das dann so hört, Trauma ist doch nur das Ego oder das Anhaften des Egos, dann ist das Anhaften des Egos, dann hört das sich so abwertend an. Das ist sowas, als bräuchte man sich nicht drum zu kümmern, weil es nur self-clinging, egohaften ist. Das verkennt völlig den Prozess des Trauma. Und zwar, was zusätzlich noch hinkommt, ist, wenn die Trigger mal durchstarten, dann kommt es zu so unglaublich starken Reaktionen, in denen die traumatisierte Person überhaupt keine Macht mehr hat. Ja, es kommt zu einer Retraumatisierung mit den ganzen Stammhirnreaktionen. Ja, und das ist,
so ein unglaublich großes Leid, dass man wirklich anders damit umgehen muss. Und was hilft, ist ein liebevoller Umgang, ist ein Gewahrsein hineinbringen in die Triggersituation, in die auch die jetzt stattfindet Trigger. Es gibt inzwischen gute Methoden und eben da ist die Psychotherapie klasse. Was die in den letzten 30 Jahren entwickelt hat im Bereich der Traumabehandlung, ist einfach phänomenal. Das sollte man dann anwenden. Da würde ich sagen, da ist zum Beispiel ein klassischer Bereich, wo man mit dem Dharma nicht gut hinkommt. Und da könnt ihr noch so sehr sein, ist doch alles nur ich anhaften. Da habe ich schon sogenannte Erwachte ausfreaken sehen. Also wirklich, wirklich, wenn ihre verletzlichen, traumatisierten Bereiche berührt wurden, dann ist es sehr schwer, die Geisteskontrolle zu bewahren. Und das ist ein ernst gemeinter Hinweis von mir, weil das ist ein Bereich, wo die Psychotherapie richtig, richtig klasse ist. Und Abwertung hilft da nichts, weil alle emotionalen Reaktionen sind self-clinging. Aber wenn man das als, wenn man sie damit abwertet, dann wertet man im Grunde genommen den Stoff ab, aus dem das Leben gemacht ist. Nicht? Das bleibt dann wenig an Lehrmaterial übrig. Also da müssen wir sehr aufpassen. Das sind so verkürzende Formulierungen, die im buddhistischen Kontext leider so gebraucht werden. Und was der Dharma-Lehrer, die Dharma-Lehrerin damit eigentlich bezwecken wollte, war, dass wir doch versuchen könnten, aus dem Film, der durch diese starke Ich-Bezogenheit erzeugt wird, wenn wir Traumatriggern berührt werden, dass wir versuchen könnten, das Ganze als einen Film zu sehen und auszusteigen. Ja, hinter diesem Satz ist normalerweise der Aufruf, das zu erkennen als einen Film, der durch Ich-Bezogenheit entsteht und sich nicht darauf einen radikalen Ausstieg zu machen. Aber sagt er, also wie, das ist so wahnsinnig schwer, das zu machen. Es geht. Es ist aber so wahnsinnig schwer, sich rechtzeitig zu desidentifizieren und in einen anderen Gewahrsein zu verankern, als das, wo jetzt, das jetzt kurz davor ist, durchzubrennen, durchzuschalten in die Traumareaktion. Also das ist so wahnsinnig schwer, dass ich es eigentlich, ja, ich finde es einfach nicht angemessen, wenn da mal Lehrer so sprechen. Ja. Die Desidentifizierung, ich meine, die Dissoziation ist ja ein Versuch. Ja, das ist ein misslungener Versuch, ja. Ja, die Dissoziation ist natürlich gut als Schutzreaktion, das ist ja auch sehr hilfreich, aber ich meinte jetzt im Frühstadium, bevor es zu der traumatischen Dissoziation kommt, dass man im Frühstadium, wenn es anfängt, noch den Sprung auf die andere Seite schafft. Aber wenn man den nicht schafft, ist man wieder in das Ziel. Ja, genau. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Da ist eben dann ganz bewusst auch das Innehalten, Schutz suchen und so weiter. Das ist dann ganz, ganz wichtig. In die Sinne zurückfinden, ja, in die Sinneserfahrung und so. Sie haben noch gesagt, dass es nicht oder selten, ich weiß nicht, ob Sie das verstanden haben, der Fall ist, dass in der Psychotherapie man sich wirklich den Emotionen zuwendet, quasi rein, nicht zum Auslöser geht. Ja, was ich meinte, das müsste ich vielleicht noch ein bisschen klären. Es geht um den vierten Schritt. Genau. Beim vierten Schritt ist die Erfahrung des Erwachens gemeint. Die Natur der Emotionen sehen ist ein Synonym dafür, die Natur des Geistes zu sehen und damit eine Erfahrung des non-dualen Gewahrseins zu machen, wo Subjekt und Objekt aufgelöst sind. Die Psychotherapien wenden sich durchaus dem Erleben zu und erforschen das Erleben, aber bleiben im dualen Bereich normalerweise. Sie gehen nicht in den Bereich dessen, was entweder mystische Erfahrung genannt wird oder non-duales Gewahrsein. Ja, das ist mir ist nicht bekannt, dass selbst die Lehrtherapeuten von den besten Schulen habe ich nicht gehört, dass sie diese Erfahrung des Erwachens, die jetzt im buddhistischen Kontext angesprochen wird, lehren würden. Oder ja,
Vielleicht haben sie ja gemacht, aber sie wird nicht therapeutisch umgesetzt. Weil es geht um eine ganz spezifische Erfahrung. Und das ist die Erfahrung, wenn die erlebende Distanz aufgelöst ist, ohne Identifikation. Also bei vollem Gewahrsein, bei voller Präsenz gewahr zu sein, genau in dem Bereich, wo vorher die Emotion aktiv war. Die Emotion ist dann nicht mehr da. Es ist nur noch dieses non-duale, offene Gewahrsein, das Gewahrsein des Erwachens. Das ist etwas anders, als was man mit in die Emotion hineinschauen meint, wenn man das im therapeutischen Kontext in die Emotion reinschauen. Das machen viele Ansätze. Ja, also jetzt gerade die neueren, also ich kenne mich ein klein bisschen da, das mit dem Focusing habe ich kennengelernt, das ist ein typischer Ansatz, da reinzuschauen, zusammen mit dem Körperempfindungen. Also viele Ansätze, die eben auf Karodjos zurückgehen, die personenzentrierte Psychotherapie, die gehen genau in dieses Erleben. Die Gestaltung. Ja. Aber es bleibt diese beobachtende Funktion. Es bleibt jemand, der beobachtet, der bemerkt, der dann auch beschreiben kann. Und so ist es. Ist eine andere Frage. Ja. Sie haben beschrieben, dass man die Emotionen betrachten soll. Hineingehen und betrachten. Ist das nicht möglich bei dieser Praxis, dass man da auch in so ein Trauma hineinkommt, wo man nicht bewältigen kann allein? Ja, wenn man es falsch versteht, dann kann einem das passieren. Man würde jemandem, der an der Schwelle so an der Reaktivierung eines Traumas so an der Schwelle steht, überhaupt nicht empfehlen, jetzt da weiter reinzugehen, weil ein ungeübter Geist würde unwillkürlich doch wieder auf die Auslöser der Emotionen sich fixieren und nicht das Erleben selbst sich anschauen. Und damit würde der Zug sofort wieder abgehen in eine Retraumatisierung. Also deswegen habe ich ganz klar gesagt, Stufen 4 und 5 sind nur der Vollständigkeit halber erwähnt worden, sind aber nicht Teil des therapeutischen Arbeitens und stellen eine Erfahrung des Erwachens dar. Die, ja, also es ist nicht, es ist typisch, wenn ich sowas erwähne, weil es halt zur Vollständigkeit gehört, aber viele Menschen interessieren sich dann genau für diesen Bereich. Ja? Und der setzt eine so feine geistige Präsenz voraus, um wirklich diesen Blick dann auf diese Art nach innen lenken zu können. Es ist schwierig, es braucht wirklich einiges, damit das passiert. Es kann mal spontan passieren. Aber um es gezielt einzusetzen, braucht es unglaublich viel Geistesübung. Die meisten Menschen, wenn sie ihren Blick in die Emotion lenken, was sie machen die Emotion größer. Weil sie lenken den Blick gar nicht auf das Erleben, sondern sie bleiben beim Auslöser des emotionalen Erlebens. Und dann ist das ist nicht das, was gemeint ist. Dann wird die Schwierigkeit nur immer größer. Ich bin kürzlich ein ganz kleines Beispiel mit dem Auto gefahren und habe überholt. Ein Auto, wo normal nie ein Auto steht. Und hinterher ist einer auf die Straße gefahren. Genau die ist der vor mir gestanden. Und dann bin ich zurück und dann habe ich die ganze Umgegend gesehen. Und dann war der Bordstein war überall flach. Und dann habe ich umgezogen und bin hinter um an die Kirche gefahren. Und da habe ich mich nicht hypnotisieren lassen von der Tatsache, dass der jetzt vor mir steht. Sondern hatte die ganze Palette gesehen und dadurch habe ich können handeln, oder? Und das erzählen Sie jetzt, weil Sie meinen, das könnte so etwas gewesen sein? Wenn Sie sagen, man ist identifiziert, wenn man zurückgeht und der Punkt ausweitet, innen, dann müsste doch das stattfinden, was Sie meinen.
Ja, ist aber trotzdem was anderes, was Sie beschreiben. Mhm. Ist was anderes. Das ist ein mittelpunktsloses Gewahrsein, von dem ich spreche. Sie haben immer noch, die haben eine panoramische Sicht, sie sehen die Situation klar, sie sind nicht in der emotionalen Reaktion, sondern reagieren sehr, sehr geschickt, aber es ist trotzdem immer noch ein duales Verhalten, was da stand, auf Subjekt-Objekt-Beziehung beruhendes Verhalten und Wahrnehmung. Lassen Sie uns mehr über die einfachen Bereiche sprechen, die leichter nachvollziehbar sind. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Gewahrsein und Achtsamkeit? Gute Frage. Über Achtsamkeit wird ja viel gesprochen. Ich würde gern ein bisschen weiter ausholen. Und zwar der Begriff Achtsamkeit, Mindfulness auf Englisch, ist die Übersetzung, die sich eingeprägt hatte für den Pali-Begriff Sati. Aus dem Satipatthana, Kultivieren von Achtsamkeit, grundlegende Praxis des Buddhas. So wie wir Achtsamkeit oder auch wie das englische Mindfulness benutzt wird, ist der Begriff aber einschränkend. Weil der Buddha beschrieb im Satipatthana Sutta, da wo es genau um diesen Begriff geht, um diese Praxis, beschreibt er vier Aspekte des Kultivierens von dem, was landläufig mit Achtsamkeit beschrieben wird. Achtsamkeit auf Körper, körperliche Gestaltung, Achtsamkeit auf geistige Gestaltung, also wie das die Dynamik des geistigen Gestaltens, Achtsamkeit auf und dann eben auf den Geist. Bis dahin kann man das Wort Achtsamkeit noch halten. Dann kommt das vierte, und das ist für ihn das Allerwesentlichste, das ist die Praxis von Sati mit den Dharmas. Und das sind nicht Geistesfaktoren, wie es falsch übersetzt wird, sondern Buddha erklärt ganz klar, das ist das Gewahrwerden der vier edlen Wahrheiten und all dem, was damit zusammenhängt. Also, wie entsteht Spannung im Geist? Wie löst sie sich auf? Was sind die Ursachen? Was ist Befreiung? Wie ist es mit was der Buddha als wichtigstes Beispiel angibt, ist die Vergänglichkeit, der Wandel, die prozesshafte Natur des Seins. Und da handelt es sich nicht um eine Achtsamkeit. Auf der letzten Stufe dieser Praxis kommt der Geist in ein total gelöstes Gewahrsein, was nicht in keiner Form mit Achtsamkeit. Mit Achtsamkeit haben wir im Deutschen so eine Verengung, eine Ausrichtung verbinden wir damit, dass wir uns auf etwas ausrichten. Es geht dem Buddha vom Anfang bis zum Ende dieser Beschreibung von Sati um eine Ausweitung des Gewahrseins und nicht um irgendeine Form von konzentrativen Praktiken. Konzentrative Praktiken haben nur in den ersten 3-4 Schritten von 16 insgesamt eine Rolle. Alles andere ist eine Verfeinerung, Ausweitung, ein fließender Werden des Gewahrseins, immer mehr Aspekte des Seins mit aufnehmend. Und Achtsamkeit trifft das schon mal nicht sehr gut. Und Gewahrsein als deutscher Ausdruck trifft sehr gut dieses Bewusstwerden der grundlegenden Wahrheiten, wie die Dinge wirklich sind. Darum ging es dem Buddha. Und in genau diesem Sutta, dieser Lehrrede, sagt er, und das ist der eine Weg, das ist Ekayana, das ist das, es gibt nur diesen Weg des Erwachens. Und damit meinte er nicht eine Achtsamkeit, wo bei uns noch mitschwingt, dass das was mit Wollen, mit Konzentration vielleicht zu tun hat, sondern er meinte damit ein Eintreten immer gelösteres Sein, immer offeneres Wahrnehmen von dem, was einfach so ist. Und deswegen sind es eigentlich Gewahrsein und Achtsamkeit übersetzen denselben Ursprungsbegriff, aber Gewahrsein erscheint mir und auch jetzt in den letzten 5 Jahren vielen anderen Übersetzern als viel, viel zutreffender für das, was ursprünglich damit gemeint war. Was sich jetzt mit MBSR und so weiter verbreitet, ist tatsächlich nur Achtsamkeitstraining. Da geht es nicht um dieses tiefe Gewahrsein, was in dieses non-duale Gewahrsein hineingeht. Das ist der Bereich, der dem Buddha aber besonders wichtig war, weil dort die Befreiung stattfindet.
Achtsamkeit bringt Geistesruhe und es bringt zusätzlich auch eine Klarheit und gewisses Verstehen. Aber sie muss selber lockerer werden, sie muss selber natürlicher werden, weniger fixiert. Sie muss sich immer mehr, die Achtsamkeit selbst muss sich aus den Fixierungen des achtsam Praktizierenden lösen. Also immer, immer weiter und natürlicher werden, bis es gar niemanden gibt, der überhaupt noch achtsam ist. Dann ist das wirkliches Gewahrsein. So, das ist deswegen, so kann man, das ist jetzt mal, ich habe jetzt ein Plädoyer für das Gewahrsein. Danke. Aber wenn man so verstanden, beginnen tut man eben mal mit der Achtsamkeit. Ah, Logo. Ja. War ich schon mit dem Gewahrsein. Naja, aber dann wollen wir doch mal gleich ein kleines Beispiel machen. Zum Beispiel, also, Körper, Achtsamkeit, Bodyscan, ne? Kennt ja jeder oder fast jeder. Also das Durchgehen durch den Körper und alle Bereiche des Körpers spüren. Und schon da, wenn man die Unterweisung des Buddhas studiert, gibt er andere Anweisungen, als nur achtsam zu sein. Achtsam sein bedeutet für mich in meinem normaldeutschen Sprachgebrauch, ich schaue, was passiert. Ja? Ich spüre dein Kribbeln, Spannung, Schwere, Wärme, Vibrieren. Okay, ich bin achtsam, ich krieg mit. Achtsamkeit auf den Atem, ich krieg mit, was der einströmende Atem auslöst, was der ausströmende hat. Das ist Achtsamkeit. Dem Buddha ging es darum, nicht nur den Geist zu stabilisieren, den wir mitkriegen, was passiert, sondern immer, wie es passiert. Wie? Und schon sind wir im Gewahrsein. Selbst die sogenannte Körperachtsamkeit, da ging es dem Buddha nicht darum, dass wir wie ein Computer alles mitkriegen, was im Körper passiert, sondern es ging ihm darum, dass das Erkenntnisprozesse auslöst. Dass wir mitkriegen, durch die sogenannte Körperachtsamkeit, durch das Körpergewahrsein, dass der Körper ein sich ständig verwandelndes Wesen hat. Es gibt im Körper nichts Stabiles zu finden. Das Körper, unsere Vorstellung von Körper, ändert sich total durch das Praxis von Gewahrsein mit Körperempfindung. Das Gleiche macht er dann mit Hörempfindung, mit Sehempfindung und so weiter. Und das ist mit Gewahrsein gemeint. Unser Verstehen der Welt ändert sich. Wir merken, hey, diese ganze Idee von einem abgegrenzten Sein in einem soliden Körper, das hält überhaupt. Totaler Prozess. Und das, Sie wissen ja vielleicht aus Ihren Studien oder Unterweisungen, dass es dem Buddha darum ging, die Identifikation mit Körper, mit Empfindungen, mit Unterscheidungen, mit den ganzen Gestalten und emotionalen Faktoren und mit dem Bewusstsein aufzulösen, indem er uns aufmerksam macht darauf, dass alles Prozess ist. Man kann sich nicht mit etwas identifizieren, was Prozess ist. Ich als etwas Stabiles kann nicht Prozess sein. Das Ich kann sich in den Prozess hineingeben und darin verlieren. Prozess kann sein. Ja? Und darum ging es dem Buddha, uns zu lösen aus diesen Fixierungen, aus diesen Vorstellungen. Und deswegen ist von der ersten Übung, die er uns gibt, immer schon eigentlich das Gewahrsein gemeint. Aber wir beginnen mit Achtsamkeit, weil wir einfach mal überhaupt unabgelenktes Verweilen lernen müssen. Und Achtsamkeit meint eigentlich unabgelenktes Sein. Und insofern ist es schon total gut, damit anzufangen, weil das wahnsinnig viele positive Wirkungen hat. Und dann merken wir aber, dass wir ins Verstehen kommen und dass, um weiterzugehen, brauchen wir eine verstehende Achtsamkeit, und das ist dann halt Gewahrsein. Na, viel Arbeit, gell? Ja, ich weiß nicht. Ist gar nicht so schlimm. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also gewahr zu sein ist Quelle von Freude. Gewahrsein ist die Quelle von Freude überhaupt. Also von daher, die Arbeit können wir ruhig machen. Macht Spaß. Ich hoffe, ich habe jetzt hier, das mit der Achtsamkeit ist halt so ein Thema, und es finden ja Achtsamkeitskongresse statt, und
Und so, ich bin froh, dass es da noch ein Wort gibt, was noch nicht einverleibt wurde. Ja, das ist schon ganz wichtig. Für mich klingt es auch, also für mich macht es auch bei den beiden Wörtern trotzdem auch der eine Unterschied schon im Vorweg. Also Achtsamkeit kann für mich auch sehr schnell mit ich beobachte, ich bleibe draußen. Ja, ja. Und Gewahrsein ist für mich dann eben wirklich der Moment, also ist für mich mehr verbunden auch mit ich bin drin, ja, ich bin verbunden, ja, damit, ja, oder ich beobachte den Atem, ja, nicht nur, sondern ich atme. Ja. Ja. Also. Genau. Und eigentlich diejenigen, die sich tief auf die Achtsamkeitspraxis eingelassen haben, die wissen, dass auch das sich völlige Einlassen damit gemeint ist. Das, wenn wir beobachten, in der Distanz bleiben, es geht nicht. Es sind ja nur Worte. Es sind ja nur, wichtig ist, dass wir den Prozess verstehen. Die Worte machen wir keinen großen Unterschied. Es ist nur, dass Worte uns manchmal ein Verständnis erleichtern können oder es kann uns ein Verständnis erschweren. Und nur deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen. Der Prozess bleibt ja der gleiche. Sich ganz einlassen, dass Erlebender und Erlebtes und Erleben, ja, eins werden. Das ist das, worum es eigentlich geht. Dass es gar keine Trennung braucht, um gut zu funktionieren. Je weniger wir in der Trennung sind, desto weniger unnötige Anspannung ist in uns und desto besser gelingen uns die Dinge im Alltag. Desto einfacher haben wir es, weil wir nicht diese zusätzliche unnötige Spannung haben. Danke. Haben Sie noch Fragen zum Bereich Psychotherapie und Buddhismus, irgendwelche Vorbehalte oder? Ja. Wie stehen Sie zu ACT? Es bietet sich diese neue Therapieform, also Acceptance und Commitment Therapy, an, ist die besonders nahe steht dem Dharma, oder ist das auch eher so eine Modewelle, die das Ganze religions-spirituell frei verkaufen will? Ja, also tatsächlich habe ich mich damit noch nicht befasst. Jetzt kann ich Ihnen darauf gar nicht antworten. Ich vermute, dass es wie bei allen Ansätzen ist, dass es letzten Endes auf den Therapeuten ankommt. Und dass es gute theoretische Grundlagen vielleicht gibt, gute Methoden, gute Ansätze. Sie müssten mir jetzt das erklären, und dann, aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ich kenne es leider noch nicht. Acceptance war das A? Acceptance and Commitment. Also, die Worte sind super gut gewählt. klingt vielversprechend. Ja, bitte. Könnt ihr mal die Arbeit des essentiellen Psychotherapeuten aus neuer Definition des Bodhisattva Weges anschauen. Ja, könnte man. Ja, es könnte man. Das ist unsere innerste Motivation, ist der Bodhisattva-Gedanke, der zur Gründung dieses Instituts geführt hat. Und jetzt weiß ich nicht, ob andere im Raum mit dem Begriff Bodhisattva vertraut sind. Wollt ihr kurz erklären, oder? Ja. Es gab in der Geschichte des Buddhismus, haben sich zwei große Strömungen rauskristallisiert. Die nennen wir heute mal südlicher und nördlicher Buddhismus. Im südlichen Buddhismus ging es sehr stark darum, so schnell wie möglich Arhat zu werden und auszusteigen aus dem Strom des Leidens, aus dem Daseinskreis. Diejenigen, die auf diesem Weg sind, haben nicht vor, Wiedergeburt anzunehmen, sich wieder zu inkarnieren und weiterzuarbeiten und anderen beizustehen. Okay, das ist so offizielle Schulmeinung. Dann hat sich ein anderer Strom rausgeprägt, in dem es hieß, wenn wir doch schon Befreiung erlangen, dann wäre es doch gut, das nicht nur in diesem Leben mit anderen zu teilen, sondern wieder zurückzukommen und bewusst Wiedergeburt anzunehmen als bereits Wissende, als welche, die sich auf dem Weg auskennen, um allen Lebewesen Unterstützung zu geben.
Der Unterschied ist gar nicht so groß. Im Grunde genommen geht es, die haben sich wahnsinnig gestritten, diese Schulen, nur unter uns. Ja? Also die ich verstehe gar nicht, wie das dazu kommen kann. Die haben zu Anfang der Zeit in denselben Klöstern zusammengelebt und friedlich koexistiert. Aber irgendwann hat sich die Atmosphäre vergiftet und es gibt heute noch gegenseitige Vorbehalte, die nicht haltbar sind. Aber was den Bodhisattva ausmacht, und da, das ist diese Motivation, alles, was ich selber auf dem Weg lerne, anderen zur Verfügung zu stellen. Und dafür auch eine vermeintliche, eine mögliche Verzögerung meines eigenen Weges in Kauf zu nehmen. Das ist so die Grundhaltung. Alles, was ich in mir als befreiend erfahre, stelle ich anderen zur Verfügung und bin bereit, dafür zusätzliche Schwierigkeiten auf mich zu nehmen. Und das ist eine zutiefst mitfühlende Haltung, die sich in dem Wissen gründet, dass man eigentlich gar nicht wirklich glücklich sein kann, wenn dieses Glück nicht mit anderen geteilt ist und wenn andere um mich herum noch keinen Zugang zu diesem Glück oder zu dieser Befreiung gefunden haben. Und tatsächlich ist es so, also der Gründer des Instituts, mein Freund Wolfgang, wir haben das hier zusammen gegründet, das ist auch biografisch bei ihm zum Beispiel so. Er stand mal vor der Wahl, so wie ich auch, ein Dreijahresretreat zu machen und in intensive zurückgezogene Praxis zu gehen, hat sich genau zu dem Zeitpunkt entschlossen, Psychologie abzuschließen, Psychotherapeut zu werden und in der Welt aktiv zu sein. Und dieser Grundgedanke, dass Therapeuten eigentlich Manifestation von Mitgefühl und Weisheit in dieser Welt sind oder sein könnten, das animiert die ganze Arbeit am Institut für essentielle Psychotherapie. Und das Bodhicitta, dieser Herzensgeist des Erwachens, ist genau diese Grundnatur, ist dieses grundlegend offene, mitfühlend liebevolle Gewahrsein, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Das ist dieses Bodhicitta. Und das ist eigentlich im Zentrum der Heilung. Wenn sich Heilung vollzieht, wenn wir mehr und mehr Zugang in diesem, zu dieser Grundnatur, zu diesem Bodhicitta, was die eigentlich dann auch die Motivation des Bodhisattvas ist, das allen zugänglich zu machen. Also da haben Sie schon genau den Punkt getroffen. Wollen Sie noch nachhaken? Oder nein, ist gut. Also ist in Ordnung? Ja, okay. Mir fällt einfach auf, dass es auch die Gegenbewegung gibt, wegzugehen. Ja. In die Wildnis oder in die Einsamkeit, oder? Innerhalb des nördlichen Buddhismus, oder? Ja, gibt es auch. Also in Tibet, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ganz stark. Oder? Und da sagen sie so, okay, ein Leben setzen wir jetzt mal dran, um richtig intensiv innerlich zu arbeiten und machen dabei die ganze Zeit den Wunsch, wieder zurückzukommen und all diese Arbeit anderen zur Verfügung zu stellen. Das kann man sehr gut verfolgen, wenn man mal davon ausgeht, dass die wirklich zurückgekommen sind, dass sie die richtigen gefunden haben. Dann gibt es oft zu Beginn einer solchen Turku-Linie, einer solchen Linie, eine von Wiedergeburten erwachter Meister, gibt es einen Praktizierenden, der fast ein ganzes Leben in den Höhlen verbracht hat und meditiert hat. Und wenn sie wiederkommen, werden sie sehr aktiv, sehr, sehr aktiv in der Verbreitung des Dharmas, in sich kümmern um andere, manchmal auch als Künstler, manchmal als Erst, je nachdem, was halt so ihr Schwerpunkt war. Und ziehen sich nicht mehr so viel und so intensiv zurück wie in dem ersten Leben, in dem sie erwacht sind. Okay, das sei mal dahingestellt. Was ich weiß aus unserer Tradition ist, dass all diese langen Zurückziehungen, wir haben bei uns im Kloster, wir haben Menschen, die jetzt schon 25 Jahre in Zurückziehung sind, in völliger Zurückziehung. Und ich weiß, dass diese Praxis gemacht wird, nicht um sich schleunigst rauszuziehen aus dem
aus der Verantwortung für andere, sondern um das, diese Erkenntnis, die da gemacht wird, diese Öffnung, die da entsteht, zur Verfügung zu stehen. Mein Wunsch wäre, dass sie es ruhig noch dieses Leben tun und nicht warten aufs nächste. Aber der Wunsch ist tatsächlich, wiederzukommen und hilfreich zu sein. Und da ist das Denken halt in Zeiträumen über viele Leben. Und deswegen kommt es dazu, dass man das in einem Leben manchmal so denkt, hey, die tun doch gar nichts für andere. Die ziehen sich doch einfach zurück und arbeiten für sich selbst. Ist aber nicht ihre Motivation und bewirkt, dass mein Lehrer jetzt, General Rinpoche, der war insgesamt 30 Jahre in Zurückgezogenheit und hat dann den Rest seines Lebens unermüdlich, ohne Pausen, bei uns da in Europa, in Frankreich gelebt und sich von morgens bis abends um seine Aufgaben, die Schüler, gekümmert. Ich finde das übrigens, wenn man die Aktivität der Lehrer anschaut, gar keinen so großen Unterschied. Es gibt im südlichen Buddhismus, dieses Zentrum hier ist ja auch, glaube ich, etwas stärker am südlichen Buddhismus, Theravada-Buddhismus orientiert. Es gibt so unglaublich mitfühlende, liebevolle Lehrer, die auch Tag und Nacht nichts anderes machen, als sich um andere kümmern. Da sehe ich dann manchmal den Unterschied nicht zu der nördlichen Tradition jetzt oder der tibetischen Tradition. Ich weiß nicht, warum man darauf so stark Bezug nehmen muss. Aber in Gesprächen mit meinen Freunden aus dieser Tradition wird schon klar, dass eigentlich der Ausstieg geplant ist und nicht das Wiederkommen. Also das ist schon offenkundig. Ja, jetzt ich bin dann noch beim Herzatmen. Und ich habe da irgendwie ein bisschen Angst, dass ich da was falsch machen könnte. Könnten Sie da nochmal drauf eingehen und vielleicht auch, was man nicht machen soll? Okay. Jetzt haben wir 9:30. Sollen wir das als Schlussübung machen, dass ich einfach das mal anleite und damit dann den Atem beende? Ich hätte das nämlich ganz gerne, wenn wir jetzt noch ein bisschen miteinander so...